Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Wartech-Kanal. Ich bin wie immer der Mindbuilder und das ist der Kaltenstein. Dankbar ist diesmal nicht dabei, wie man sehen könnte. Ja, und diesmal nehmen wir auch Wenn beide alles gut auf. geht, macht. Das, Ja. ja genau. Wenn Das alles heißt, gut wir haben geht. jetzt zwei Sichten, die wir uns ansehen können. Wenn alles gut geht. Wenn, ja, wenn alles gut geht. Wenn nicht, habt ihr 1 bis 0 Sichten. Ja, das kam schon öfter mal vor, dass wir null Sichten hatten. Ja, Das kam war auch auch einfach einer der mal. Gründe für die längere Pause. Wir entschuldigen uns nochmal dafür. Ja, Aber also null Sound, null Bild, null Kompetenz, also wir sind halt WarTech. Naja. ja, nur um zu sagen, worum es geht. Wir befinden uns in der WGL-Arena und wir haben einen Klassiker-Fight mit unserem Remake von, oder Beinis Remake von MCVV3 gegen meines Remake von MCVV4. Muss das jedes Mal dazu sagen? Das könntest du ja fast bei jedem Wargame sagen, in dem wir fighten. Dass es dein Remake ist, ja, es Ja. ist eigentlich schon klar, ne? Ja, Aber also ja, in dem. also V4 sollte ja eigentlich jedem bekannt sein, haben wir schon öfter mal benutzt. Ja, und V3, das dürfte man gar nicht mehr erkennen, wirklich. Ich würde sagen, wir gehen da sogar nochmal durch. Ja. Und ich hätte jetzt vielleicht sogar ein Mesa Realistic reinmachen müssen. Naja. Naja, Ich kann. habe noch eine ältere Version und noch was man da ein bisschen patchen kann. So. Ja, da hat man noch was Also, alte Feeling. So. ja, hier kann man zu den Shotguns und hier zur Brücke gehen, beziehungsweise zu Shotguns und Brücke. Also gehen wir erstmal zu den Shotguns durch. Es sind 6er Shotguns, besser als ein V4, weil Kaltenstein mir jetzt verboten hat, das V4.A zu nehmen. Ich hatte nicht Also, gedacht, dass du das ja. machst, aber selbst so, ich meine, die Panzerung ist einfach mickrig hier. Sicher ist sicher, ne? Die ist selbst bei deinem Original V4, also in Anführungszeichen Original V4, also Ja. PP-regelkonform, sogar Da fehlen so ein paar T2-regelkonform. Kanonen. Ja, keine Ahnung. So. Dass ihr Fackeln steht dazu, dass ich Alzheimer habe. Nee, aber Ja. ich kann mir nicht. Also, man muss sich das mal ansehen, ne? Alles, wo Fackeln stehen, das kontrolliert irgendeine Kanone. Wir spielen natürlich nach altem Regelwerk, Ja. deswegen sind die Kanonen alle beladen. Und ich muss, während er einen Knopf drücken muss, muss ich überall hinrennen und die Hebel umlegen. Ja. Sei froh, dass du nicht in V2 fightest. Also man sieht aber auch, hier hat sich einiges verändert. Jetzt kriege ich In eine der Brücke Pisskrone, für alle, hoffentlich. die es noch kennen, ist neuer Boden drin. Das mit den Ebenen wurde schöner gemacht und die Schilder sind mal beschriftet. Das war so eine Scheißarbeit, jeden einzelnen Leitungsdings abzufliegen. Und der graue Streifen hier am Rand. So, ich bin gerade ein bisschen zu viel für alles. Ja. Also, die Tür ist natürlich original, wie man sieht. Ja, seit einer 1.4 gebaut worden oder so. Älter. Ja, also Ich muss hier mir sind wir auch kurz im bei Discord auf. MG-Nachfülldeck. Wir Was ist gehen. das denn? Was? Muss ich mir kurz bei Discord auf unsichtbar stellen. Bin ich sogar schon. Bitte nicht stören, so. Unprofessionalität. Na gut, ja, ich habe gerade auch ein bisschen gefällt, kann ich herauskappen. Naja. Ja, Also hier ist das. dann der MG. Ja, hier ist der MG-Gang, da gehen wir ganz schnell vorbei. Ach so, ich. Und hier kommt man aufs Dach und immer noch nicht in die Etage. Das war reine Kompetenz. So, jetzt. Hier geht es dann aufs Oberdeck. Wenn ich gut bin, habt ihr sogar zwei Downloads drin für beide Warriors. Wenn ich schlecht bin, nö. Wenn Diese nicht, bin ich Verkabelung auch Copy. super hier oben. Ja. Reicht das überhaupt von Das. Signalstärke? Hier, guck mal, sind doch mehrere Repeater, Ach das so, ja, reicht. sind's okay, ja. Sind zwei. Ja, hier kann ein Kaltenstein sich noch aufs Dach flüchten, wenn er explodiert. Ja. Weil er hat halt zwei vertikale MGs und zwei standardmäßige horizontale. Ja, da also man müsste bedenken, ne? Das sind einmal die MGs aus P01, P02, das hatte die MGs, und WarGreave Ja. V1. Das sind zwei einer MGs. Ja, die sind legendär. Die sind, ja, ne, klar, und die sind, wie MCV einmal sagte, Spitzen TNT-MGs. Ja, gar keine Ironie. Nee. Ich will nur mal sagen, Fürs die äußeren Protokoll nicht. treffen überhaupt nicht bei dir. Ich weiß. Ich kann sie aber auch nicht treffen. Ja, stimmt, sind Am vertikal. Band. Ja, sehen wir dann, ne? Ja. Also, und wer die Arena hier noch kennt, auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja. Also, Also, ja. sicherlich. Also, ich Also, denke, bei so. uns ist das ja auch der einzige, ist ja auch der Unterschied. Bei uns kann man es in die Kommentare schreiben, weil es uns interessiert. Ich meine, was bringen uns mehr Kommentare? Ich meine, bis so Bekanntheit. ein Video in die Trends kommt, da bin ich schon dreimal tot. Sicher. Ja.
Ja. Generell, dass überhaupt ein Wargear-Video in die Trends kommt. Ne? Ja. Ich würde sagen, durch V4 können wir auch nochmal schnell durchrennen. Ja, gut. Ist hier auch ein bisschen, also bei beiden ist das Design leicht verändert. Ja, musste man machen durch PP-Regeln. Ja, hier habe ich das einfach noch ein bisschen kontrastreicher gemacht. Ja. Tumi, da würde auswipen, hier ist ein Ausguck drin. Ja, hier war früher eine Shotgun. Mhm. Die wäre jetzt gar nicht mal so unpraktisch. Ja, stimmt. Ja, ja, also ich habe einen Ausguck reingemacht. Eigentlich hat das Ausguck sogar noch ein... das Ausguck hat ein Wargear mehr, ist klar. Das Wargear hat einen Ausguck mehr, ja. Ja, aber den habe ich zubetoniert. Ja, hier am Rand kommt man übrigens in die alten Flammenwerfer. Hier hat man nochmal einen Ausguck. Ist cool, ja. Den kannst du gar nicht, ne? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe auch sehr selten in der T2-Variante gefightet. Ja, die T3-Variante, also Punkt A hat's auch. Hier ist das ganze steuerbare Licht des Wargears. Ein Tisch, immer noch. Hm. Ja. Okay, ich muss jetzt wohl sagen, es könnte vielleicht doch an unserem Faith liegen. Ja, Rotieren ist toll. Ich korrigiere es mal. So. Ja. Also hier ist dann alles abfeuern, Dispenser, Alarm stumm schalten. Da drüben noch Beleuchtung und da Scheinwerfer. Also, und hier halt zwei Alarme. Man sieht, es ist deutlich spartanischer als das V3. Ja, aber das sollte ja auch, das war ja auch MCVs Ziel, das war ja auch das erste Wargear mit dem Namen. Hier unten war übrigens mal eine Shotgun drin, jetzt ist hier einfach nur eine Vertiefung und eine TNT-Kiste. Ja. Hab ich nicht. Ja. Also, ja. Ja, also, MCIV wollte das ja auch damals so, dass die Technik, bei diesem Wargear wollte ein bisschen weniger Technik reinbauen und dafür auch aufs Design gehen, damit das nicht einfach, weil früher Delay, ja, mehr Delay gleich mehr Schaden. Ja, erinnert man sich ja dran. TNT fliegt gegen. Und zwei Minuten später explodiert es dann auch noch. Ja. Hier und hier wollte er mal deshalb das Design so ein bisschen machen, damit es nicht eine einfache Eisenwand ist. Ja. Hier ist ein Ausguck. Und ich flieg wahrscheinlich wieder ein bisschen schnell durch. Ja, kam das. Ja, also. Hier ist noch kompliziert mal hier drin. Das gleiche nochmal halt, ja. Und hier haben wir noch das Oberdeck. Hier haben wir nochmal TNT-Kanonen, das sind sogar diese Originalen ohne Knöpfe. Sehr interessant, ja, das stimmt. Es gab ja mal auf PP17 so ein Remake aus Endstone, ne? Da haben die auch gefehlt. Das war natürlich, so, das ist die Originalversion. Hat keine Knöpfe. Hier ja, oben genau. Haben wir also, noch zwei. Ist interessant, bei Punkt A ist hier nämlich ein Ausguck, ne? Aber hier ist, ich weiß, das ist ja der zubetonierte. Achso. Guck mal, da vorne ist sogar noch, oder? Nee. Hm. Oder? Ich hatte hier eigentlich Glas drin. Bist du. Da war sogar, ich glaube, da ist sogar ein bisschen Glas drin. Ja, den Ausguck meinte. Weil den haben wir uns so oft aufgegrieft. Da habe ich den dann irgendwann nachgetragen. Und es gibt sogar zwei Dachaufgänge. Ja, aber keine Bowstands. Nö, hat das Original ja auch nicht. Nur das Remake. Ja, ja. Also das Punkt A. Das hatte wirklich zwei Bowstands. Die waren recht lustig. Wollen wir da Nacht fighten, also ich, oder soll ich Tag machen? Mach mal lieber Tag. Okay, ich habe wunderschön 30 FPS, das dürfte sogar passen. Und, okay, wir nehmen schon seit 9 Minuten auf, langsam ist gut. Was? Okay, no. Ja, okay, alles klar, nichts wie los. Und es kann sogar sein, dass ich mich gleich nochmal kurz muten muss, aber okay. Ja. Ich muss Schluss labern zwischendurch. Die Kiste ist halt eine Kiste. Ja. Ja, so. Wolltest du nicht bei beiden Kisten Eisen reinmachen? Hast du bei... Was auch immer, nimm dir Eisen. Ich habe mir 2 Stacks Eisen genommen. Ich sollte mich... Ich muss mal kurz was fressen, weil ich krepiere sonst gleich. Mhm. So. TNT kann man sich bei Bedarf nachcheaten, sag ich mal. Ja, die ist ja nur TNT. Ah ja. So, jetzt mal kurz. Hier, Eisen. Weg, weg. Was soll also das ist unser Stahl-Equipment. Warte, Ja, ja. Ne, Game Rule. Ne. Was hast du gemacht? Ich mach mal kurz Regeneration wieder an. Was? An? Ja gut. Ja, weil ich soll es gleich wegkratzen hier. Jesus, nimm dir doch Heil Potions oder so. Achso, ich hab die Game 0 gemacht. Ja, soll ich wieder ausmachen? Ich weiß nicht, hatten sie damals auch nicht, ne? Ja, aber wir spielen nach PP-Regeln, okay. Alles klar.
Also ich würde sagen. Wir haben auch beladene Kanonen, ne? Das ist dir schon klar. Aber gut. Ja. Ich habe eine Stelle im Wargi, wo ich keinen Schaden kriege, die ich erreichen kann, wenn alles losgeht. Okay. Interessant. Du darfst in der Brücke nicht zu hoch und nicht zu tief stehen, ist das Problem. Und ich wette, ich verkack's wieder, weil ich eine Ewigkeit hier drin nicht mehr gefightet habe. Bereit? Ich bin noch nie drin. Warte mal, ich muss gucken, was ich zuerst anmache. Warte mal. Nee, doch, das ist die PP-Version, da ist das Wasserschild drauf. Die muss ich sowieso nicht anmachen, die sind scheiße. Ach nee, doch, die... Ja, okay, wollen wir loslegen? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, go. Oh, dieser Leck immer. Okay, oh, Inferno. Hilfe. Jetzt okay, dann mal wieder hoch schön. Hat eigentlich ganz gut geklappt, ne? Die MGs funktionieren sogar, ist das irre. Das ja, ich hab sie doch. Achso, ja, gut. Aber, nee, ich meine, dass sie sich nicht... Nee, geht sich zu schon ganz. Das war der falsche Weg. Mhm. Gerade Tour gemacht, ich schon wieder vergessen, wie ich lang muss. Was ist das hier? Aha. Wieso treffe ich hier nicht? Nee, das ist auch der falsche Weg. Oh Mann, ey. Ich vermute mal, die MGs, wenn ich mich an den Originalfight erinnere, können die mir gar nicht so viel anhaben. Sag mal, wo muss ich denn lang? Wohin willst du denn? Ja, oh. Oh Gott, deine untere Shotgun-Reihe ist vernichtet. Deine untere Shotgun-Reihe, da kannst du, du gehst einfach nach oben und dann die Treppe hoch. Naja, jetzt habe ich es gefunden. Ah! Hier kann ich auch nicht stehen, ohne Damage zu kriegen. Also ich habe jetzt ein halbes Herz schon Damage vom Anfang. Fuck. Oh ne, doch nicht. Ah, also ich glaube, man könnte gerade irgendwie sehen, wie lange ich schon nicht mehr gefightet habe. Ich muss sie so hart reparieren. Ja, weil auf Playplan ist jetzt die 1.12 abgeschaltet worden und ja. Geht das noch? Da ja. Kann man da nicht mehr so wirklich gut fighten. Ohne Server und so. Ja. Ja, das ist unser Team-Server jetzt. Cool, ja. Natürlich können wir auf unserem Server fighten, es dauert halt nur immer. Übrigens keine Schleichwerbung, ne, wenn sich da was einblendet, ne, aber wir sind ein bisschen geizig. Ja. Oh, das sah ja, gerade so gefährlich aus, aber das war zum Glück nur ein Bug. Ja, also ihr müsst wirklich wissen, wir sind viel zu geizig, uns einen Server zu kaufen, das heißt, der ist kostenlos. Ja, meine, du bist so kompetent, hier wird eins der Ansetzer, TNT ist nicht gezündet. Feature. Ja, klar, Feature ist immer ein Feature. Wir sind auch keine Knöpfe. Das ist erst recht ein Feature. So. Oh Mann, oh Mann. Wow. Oh, ich hab Schaden gemacht, ey. Irre. Hast du auch aufs Maul bekommen? Ja, Tatsache. Vielleicht soll... Ne, einen Tick mehr habe ich ja gerade probiert. War ja nicht so schlau. Zwei Stacks TNT weg. Ich bin gerade irgendwie schon ziemlich schlecht. Ich hab gerade den zweiten Schuss abgefeuert. Aber ich... Der trifft auch zu niedrig. Fuck. Ja. Nee, der falsche Weg hier. So. Bin ich da? Boah, ich bin gut. Mir fällt gerade auf, dass nur eine Kanone Dings hat. Nur eine Kanone Zäune unterm Brausstand, unter den Brausständen. Hier hat auch keine davon Zäune unter den Brausständen. Doch, eine hat oben. Nö. Die ganz außen. Nee. Hast du gerade eine Kanone bei dir gejagt? Nee. Schade. Doch, hier überlebe ich das. Gott, ist das viel zu viel Delay. Ich würde auch gerne mal wissen. Oh, die streut hart. Ja, natürlich. Was willst du bei einer Kanone ohne Lauf erwarten? Okay, alles streut hier gerade. Auch bei mir streut die gerade. Schön. Aber ich vermute mal, es liegt am beschädigten Lauf. Der Lauf ist auch recht groß für eine 6er Shotgun. Oh, Mist. Ja, natürlich. Da hat man die früher gebaut. Scheiße. Ah! Boah!
fast down, du. Das klingt gut. So, das machen wir jetzt schön V4-Style hier. Hier zünden. Dann hier zünden und dann wegrennen. Okay, keine Ahnung. Lass mal so funktionieren, Moment, ne? Jo. Treffer. Also man sieht auch, dass V4 ist eigentlich auch ein deutlich besseres Wargear. War es auch schon immer. Ja, natürlich, wurde ja auch danach gebaut. Ja, danach hat ja leider bei MCV effektiv die Evolution des Wargears wirklich aufgehört. Ja, keine Ahnung, V5 war halt irgendwie so ein bisschen... War halt keine sonderliche Verbesserung. Es war halt groß, aber irgendwie scheiße, ne? Ja, okay. Ja, okay, ich hab jetzt getroffen. Und, ja, das also GG, ich hab... Ja. Und V6 waren ja Tunida-Kanonen. Oh ja, du hast mich aber auch gut getroffen, fällt mir gerade auf. Ja. Also, Aua, hier das... Oh Gott, hier hättest du ja beinahe die Kanonen weggeholt. Und, oh Gott, zum Glück bin ich aus der Brücke raus. Das waren, glaube ich, die MGs, die hier reingeschossen haben. Ja, okay. Das hier drüben, was war das? Das war wohl auch die MG. Das kann okay. sein. Es könnte aber auch sein, dass durch die obere Shotgun-Reihe das war. Ja, kann sein. Hast du gestreut hat. Okay. Die, ja, dann hat meine Shotgun wohl auch gestreut, weil sich eine von deinen MGs gejagt hat. Ach, tatsächlich? Ja. Ja. Und die andere, die hat durchgeschossen. Okay, ja, und getroffen. Das sieht aus, als wären die hochgegangen. Nö, ich war einfach nur schneller als du, weil hier meine ganze TNT-Ebene prasselt ja hier unten rauf und deine, du musst ja mehrere Knöpfe aktivieren. Hm. Ja, das war also man bestimmt kürzer als die Vorstellung. Ich guck mal nach. Ja, ungefähr gleich lang. Können wir jetzt noch eine Analyse machen. Interessant, ja. Ja, also hier oben, da habe ich wohl mitten in dich reingetroffen. War was beladen? Nein, das stimmt gar nicht. Also ich stand hier rechts außen an der Kanone. Ich habe ja auch einen Knopf dran gemacht. Ich war zu faul, das Delay zu reparieren. Ja. Nee, du hast hier reingeschossen, wo ich jetzt... Ja, eben. Ja, genau. Und ich wollte gucken, wie es trifft. Und dann kam halt deine Salve hier an. Stand ich hier, glaube ich. Und, ja. Ja. War vorbei. Dann gehen wir mal in die Brücke. Ja, stimmt. Es gibt ja Alarmsignale. Was haben wir denn? Alarm Mitte oben, Alarm links oben, Alarm rechts unten und das hier ist auch noch der Alarm Mitte. Also nur die äußeren Alarme sind nicht aktiviert. Ja, das ist, weil das Vorgehen breiter ist als deins. Ja. Oh, Wasserschild. Ja, die sind ausgebaut, keine Sorge. Ich glaube, hier ist das Wasserschild sogar komplett. Ja, hier habe ich es komplett entfernt. Im anderen Wargie sind dahinter Scheinwerfer versteckt. V2. Ja. Ja. Also. Gibt's noch was? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ja, also die Standard-Layer kennt ihr ja sicher alle. Ja. Abonniert uns. Like. Ne? Ja, like, Abo, bla bla bla. Ja, ja, und dann gibt's bald das 50 Abonnenten-Special. Ja, also, wir haben da sowas, ne? Also. Ja. Hm. Nennt sich Hobbylosigkeit. Ja, manche werden es schon wissen, aber bitte verratet's nicht. Ihr sollt's denn bitte wissen. Das weiß niemand außer oder doch zwei, drei ja, Leute doch, mehr doch. Wissen. Ja, aber recht wenige. Die es wissen, werden es wissen. Also bitte sagt's nicht. Also ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, und da, aber keine Sorge, das wird erstmal nur ein kleiner Spoiler darauf und ein Zwischenstand. Weil auf der Show davon könnt ihr euch in 2 Jahren freuen. Na, ich glaube, das ist zu hochgegriffen. Das dauert bestimmt 5 Jahre oder so. Wenn ihr wüsstet, das. Na gut, man kann sich ja eigentlich schon denken, aber. Wir sind hobbylos. Mhm. Ja. Das kann man sich auch denken. Genau. Damit noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Ja.
Wir sind Vortec. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.